Wie macht man am besten Schleichwerbung? Indem man seine Sticker hinten drauf klebt beim lieben Pink Screen Time. Damit wir heute ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich bin mal gespannt, wie voll das heute wird hier in der Messe. Leon, möchtest du irgendwas unseren Fans erzählen? Hallo, mein Name ist Leon und ich erzähle gerne meinen Fans etwas. Ich bin hier in Köln auf der Gamescom. Ich habe schon relativ wundes Hinterteil, weil ich die Kölner Atmosphäre quasi schon schmecken kann. Und das stimmt mich tatsächlich sehr, sehr froh. Und kannst du noch ein bisschen Werbung machen für dich? Na klar, mein Name ist Leon und ich bin witzig. Ich streame auf Twitch TV. Das ist eine Plattform für Videospieler. Also Leon Witzig? Ja, Leon ist witzig, tatsächlich. Nee, ich dachte, du heißt Leon Witzig. Nein, ich heiße Leon. Nicht witzig. Also ich heiße nicht Leon, nicht witzig. Ich habe auch einen Nachnamen, den ich hier nicht wirklich nennen will. Und Thorsten muss sich gerade zusammenreißen, weil er so ein bisschen lachen tut. Der Profi. Leon der Profi, genau. Ich bin Jean Reno, deswegen auch die Nase in Anlehnung an ihn. Das ist alles modelliert. Das ist wirklich echt. So, ja. Super. Hier können wir reden. Können wir Live-Blog. Das nimmst du schon auf? Ja, ja, okay, nimmst du schon auf. Ich muss leider meine Fratze sehen, damit ich meine Mimik so im Ansatz irgendwie anpassen kann. Hallo Thorsten-Freunde, mir ist das so ein bisschen unangenehm. Wir sitzen hier wie die Penner vor irgendeiner Lokalität, die ich nicht direkt identifizieren kann, aber nebenan. Ein Club ist das? Irgendein Club hier. Ein schwules Club oder ein normales Club? Ein normales Club. Okay, hat er auch geöffnet, weil er sieht irgendwie nee, so. Nee, der hat heute zu. Allgemein zu, okay. Wir sitzen hier vor einem normalen Club. Schwules Club klingt irgendwie so, als hätte man so eine homophobe Tendenz. Ja, aber weiß ja nicht, was deine Neigung so ist. Meine Neigung ist tatsächlich, ich bin offen für alles, aber ich distanziere mich von gleichgeschlechtlicher Liebe, weil ich dem anderweitigen Geschlecht zugehörig bin. Okay. Also rein sexuell, aber ich könnte mir auch vorstellen, so ein kleines Kleidchen zu tragen. Einfach mal so, wenn es warm draußen ist. Kleidchen. So ein kleines schwarzes, süßes. Aber ich glaube, wir lenken vom allgemeinen Thema so ab. So. Erzähl mal, Thorsten, was war dein Highlight von der Gamescom aktuell? Warte, ich muss mal eben. Das ist aber eins uncooler Move, wenn du während eines Blogs dein Handy rausholst. Ja, das wollte wissen, wo wir jetzt sind. Das wollte doch vorbeikommen. Ja, hast du doch. Naja, nevermind. Erzähl mal, was war dein Highlight von der Gamescom? Also, mein Highlight von der Gamescom waren die Leute bei Twitch. Die Leute bei Twitch? Die ich kennengelernt habe durch dich. Gerne schön. Weil viele kannte ich ja nicht und wir saßen ja dann öfter beim Twitch, haben auch zugeguckt bei den Streams und so. Das war echt nice. Okay. Was war so dein Manko an der Gamescom? Also was würdest du, nehmen wir mal an, du hättest die Chance, du wärst jetzt Gamescom-Bürgermeister oder so und jemand würde kommen und sagen, ey, hier, pass auf, ich habe die und die Mängel und du könntest die beheben. Was würdest du ändern wollen für das nächste Jahr? Ich finde, dass die mittlerweile so groß geworden ist, da sind zu viele Menschen, da rennt man sich über den Haufen. Hm. Also vor 4-5 Jahren war die noch viel kleiner, da konntest du auch am Tag vor Ort noch Tickets kriegen, das geht ja mittlerweile nicht mehr. Hm. Ich weiß noch nicht, wie man das ändern könnte, aber es wäre schon cool. Okay, man könnte die Messe eventuell, man könnte das Ticketkontingent eventuell verkleinern. Also das ja, aber noch weniger Leute, so viel, es ist ja immer mehr Andrang, eigentlich müsste man die Messe vergrößern. Die Messe vergrößern. Ich habe keine Ahnung, ich bin administrativ nicht so bewandert, als dass ich wüsste, ob man da irgendwie was schnell anbauen könnte. Ja. Aber man könnte sie eventuell verlagern, so ein bisschen, so, dass man da eine Lokalität. Ja, früher war die ja in Leipzig, aber das ist ja dann, da ist die ja dann auch schon zu groß geworden, Leipzig-Messegelände zu klein, deswegen ist die ja dann nach Köln verlagert worden. Ah, okay. Also im Osten war sie. Genau. Hat man da 11% weniger Eintritt bezahlt? Das wäre ein nice Move. Ja. Okay, Mann. Ja, ist so ein bisschen ungewohnt. Das ist das erste Mal, dass ich so quasi Offstream-Kamera-Aktivitäten nachgehe, weil ich eigentlich eins Mensch bin, der eins live redet und jetzt quasi offline in so eine Kamera gucken und nebenbei laufen Menschen vorbei und die, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Und die gucken einen an und das hat auch so einen minimalen Eindruck, als würde man live irgendwie so. Okay. Wie war denn dein Eindruck von der Gamescom? Im Vergleich zum letzten Jahr kann ich halt, also wenn ich da Vergleich ziehen kann. Meine Beine schmerzen genauso wie wie letztes Jahr. Ja. Ich habe dieses Jahr tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, noch mehr nettere Menschen kennengelernt, wobei die Menschen, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, auch sehr nett waren, aber quantitativ wurden es halt noch mehr nette Menschen. Mhm. Und
ein wirklich persönliches Highlight, und ich will dich jetzt nicht irgendwie anschwulen, und das soll nicht in einem homophoben Kontext irgendwie genutzt werden, ist, dich zu treffen. So. Also ich... Das ist das Summertime, genau. Ja, Summertime. Und unabhängig davon, dass du mein Gastgeber bist, ja, und mich auf deiner Couch schlafen lässt, neben deinen zwei fetten Katzen. Wobei die eine ist wirklich fett. Ja, die eine ist fett. Die musst du auch ein bisschen auf die E-Sätze machen. Ja. Ich habe mein ganzes Leben, ich habe viele, viele Katzen gesehen, aber ich habe noch nie so eine fette Katze gesehen, Thorsten. Und ich bin so ein bisschen neidisch. Ja, dass deine Katze nicht dass so fett meine ist, oder Katze, wie? Dass meine Katze nicht so fett ist, weil die ist wirklich, meine Katze geht halt und deine neigt dazu zu rollen. Die gute Sydney. Mhm. Ist das ein Er oder ein Sie? Das ist eine Sie. Okay. Guck mal, wen wir da Hola, haben. Hola, Senor. Guten Tag. Hi. Ja, du musst ins Mikrofon sprechen, damit wir dich hören. Hier ist das Mikrofon, sag mal. Setz dich mit zu uns. Ich grüße die Kamera, ich grüße alle, die mich gerade hören. Wie fandest du die Gamescom heute? Cool. Was hat dir am besten gefallen? Die Leute. Also die Leute zu treffen, die Leute zu sehen. Einfach generell Streamer kennenzulernen, mit denen so zu reden, wie zum Beispiel ihn hier. Hi. Und die Spiele sind ja, die kommen ja auch in ein paar Monaten erst raus. Oder kommen dann raus, also kann man sie dann richtig testen. Aber generell der gesamte Eindruck auch von der Gamescom, der ist halt schon cool. Dankeschön. Danke. Thorsten telefoniert gerade, also sitzt neben mir und telefoniert. Ja, es dauert noch ein bisschen. Es dauert, ja, okay. Ich meine, wir haben eine gute Location. Wir sitzen hier halt vor diesem Club. Genau. Unsere Popos werden hart, unsere Füße werden also nicht mehr jetzt, so schwer. Also sind wir jetzt nicht nur fünf, wir sind sogar sechs beim Sushi-Essen. Sechs Personen beim Sushi-Essen. Weil er jetzt ja auch noch mit dabei ist. Okay. Magst du Sushi? Wie heißt Gut. Der gute Typ nochmal? Das ist der Marc. Marc mit C. Der Marc mit C. Marc mit C. Okay. Auch ein Stammzuschauer bei dir? Ist tatsächlich, du bist ein Stammzuseher, ne? Ich bin schon relativ regelmäßig dabei, ja. Ja. Aber der ist halt so eine stille Präsenz. Er hat mich als Hintergrundbeschallung. Achso, er schreibt nie, deswegen habe ich ihn noch nie wahrgenommen. Ja, manchmal, du sagst halt in der Regel mal Hallo, ne? So ein kleines Hallo. Grüß den Stream und dann gehe ich wieder. Ja, grüß den Stream. Ja, und dann geht er wieder und guckt sich interessantere Streams an. Ja, zum Beispiel meinen. Mit Busen. Nein. Mit Busen. Ja. Mit Busen. Immer unterschiedlich. Aber immer unterschiedlich. Normalerweise bin ich schon dabei. Ja. Auf jeden Fall eins netter Menschen, den ich kennengelernt habe. Und ich bin froh, dass die Buchstabenverkettung im Stream halt, als ich merke halt, dass das wirkliche Menschen dahinter sind. Und das stimmt mich immer besonders froh, auch wenn sie nett sind. Besonders wenn sie dann noch so nett und sympathisch sind wie Marc. Aber wir wollen uns hier nicht gegenseitig alle die Eier lecken. Wollen wir irgendwas, weiß ich nicht, wollen wir über irgendwas Ernsteres reden? Was gibt es denn? Politik? Politik, ja, nicht über Politik. Nicht über Politik. Weiß ich nicht. Es sind ja bald Wahlen. Ach, sind bald Wahlen? Ja, sind okay. Bald Wahlen, nächsten Monat. In Deutschland? Sein. Ja, in Deutschland. Okay. Da kannst du wieder bestimmen, ob die Merkel nach oben soll oder vielleicht doch die Petri von der AfD, die okay. Komische Tunte. Okay. Ich habe gehört, Merkel gut, alles gut, Deutschland gut. Das sagen viele. Das ist so ein allgemeines Credo, was ich gehört habe. Ja. Ich habe generell nichts gegen die Merkel. Ich finde die eigentlich ganz du musst das Mikrofon, damit er... Achso, ich habe generell erstmal nichts gegen die Merkel. Ich finde die an sich eigentlich ganz sympathisch. Und auch von den Aktionen, die sie jetzt gemacht hat. Sie hatte ja letztens mal so einen coolen Fernsehauftritt, wo sie dann einige Fragen beantwortet hat. Ich lache nicht wegen der Aussage. Ich lache nur, wir sitzen halt hier und die gehen Menschen lang. Und die gucken uns so an. Und in dem Moment, ja, ich finde Merkel sympathisch, guckt einer so. Ja, ist ja mein Ding, ja, den ich sympathisch finde und nicht. Ja, aber und letztens hatte sie ja auch noch einen Auftritt, wo sie gegen, ich nenne es mal, Zuschauer, Passanten oder so, Spiele gespielt hat, wo sie auf der Gamescom was gemacht hat. Und sie hat gar nicht mal so schlecht abgeschnitten bei den Spielen. Also sie war eigentlich ganz gut, das fand ich ziemlich cool. Gamer-Girl Merkel. Genau, für die Games. Merkel rasiert, das wäre cooler. Okay, Nickname, so. Ja, Merkel rasiert. Merkel rasiert. Feinripp. Feinripp Merkel. falls es hier irgendwie der Pressesprecher oder irgendeine Obrigkeit von Ihrer Partei irgendwie auch nur im Ansatz, wir sympathisieren und das ist nicht irgendwie im Ansatz ein Angriff. Wir, das sind nette Reden, die wir halten. Und mein Telefon vibriert gerade, kannst du mal bitte das... Oder? Ich kann auch, warte, ich übernehme. Ich übernehme Mikrofon, Pizmit, Telefon. Hallo? Was? Pizmit ruft dich an, ja. Wer denn? Achso, ja.
Wir sind. Oder ist es doch Gronkh? Wir sind jetzt quasi vor diesem Gronkh-Pizza-Mann. Wir wollen ja Sushi essen. Seid ihr, ihr wart jetzt, wollt ihr mit Sushi essen? Weil ihr habt das schon vorverkauft. Ihr könnt ja quasi, das sollte eigentlich nicht so mit. Aber ja, ist egal. Das wird ja rausgeschnitten. Ach, ist egal, kannst du auch drin lassen. Nein, ich schneide da. Aber der Arbeit ist schwer. Habt ihr noch genug? Warum wir eine Piste? Er hat gepisst, guck mal, die Hose. Meine Hose ist trocken. Noch. Er hat ja auch noch kein Horror-Game mit VR gespielt. Deswegen ist die Hose noch trocken. Wenn dann Outlast mit aber VR kommt, dann ist die Hose bestimmt nass. Kleines Sacke. Sacke. Gutes Sacke. Ja, okay, dann kommst du hin, Nagoya, bestellen wir Tisch für 8, geht sich aus. Pink Screen Time. Oh, meine Stimme, ich kann die hohen Töne nicht mehr treffen. Also ich konnte sie früher nicht treffen und jetzt kann ich sie noch weniger treffen. Was ist das? Irgendwie kannten viele den Summertime-Song in der Pinkscreen-Version am Twitch-Stand. Schlimm, ne? Woran liegt das? Ich bin eins famous Boy. Und deswegen ist Summertime auch eins famous Song. Eins famous Song, eins famous Mann, zwei famous Manns. Mein Deutsch, nix gut, aber gute Laune. Genau. Wir warten hier noch auf Leute und dann gehen wir geschlossen rein. Hast du das in die Pisse? Was, er greifte in die Pisse, er griff in die Pisse. Okay. Und jetzt sind seine Hände nass. Geh einfach rein, wasche die Hände, wir warten hier. Geradeaus durch ist die Toilette. Eins nices Pisse auf dem Po. Das könnte ein Zungenbrecher werden. Eins nices Pisse auf dem Boden. Sag das mal dreimal hintereinander schnell. Ja, mach mal. Eins nices Pisse auf dem Boden. Eins nices Pisse auf dem Boden. Eins nices Pisse. Nee, so Zungenbrecher ist es tatsächlich nicht. Nee, also das würde ich sogar hinkriegen. Okay. Sag mal, dreimal. Was gibt's denn? Eins nices Pisse auf dem Boden. Wie war das? Fischers Fritze, frische Fische? Ach, Fischers Fritze ist ein Hurensohn. Okay, das habe ich jetzt nicht gehört. Er ist wirklich ein Hurensohn. Er hat es nicht geschafft von... Egal, nevermind. Man muss sich den Gegebenheiten anpassen und dadurch, dass er Fisch fangen, die Fischbestände immer weiter reduziert, ist das wirklich eins Hurensohn. Okay. Wenn er es industriell und groß macht. Wenn er ein kleiner Fischer ist, der für sich selber und seine Familie fischt, keine Probleme. Aber die Fischbestände sind halt... Die verschwinden leider. Was gibt's denn noch so für Zungenbrecher? Zungenbrecher? Irgendwas mit Wichser-Mixer. Whisky-Mixer. Der Whisky, ja, den kenne ich auch. Oder hier Seashells, oder irgendwie so on the Seashore, irgendwas mit irgendwas Englisches, aber ich blick da auch nicht, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Den kenne ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin offen. Seashells, Seashells on the Seashore. Okay. Ja, Seemuscheln verkauft sie am Strand oder irgendwie sowas. Okay. Seashells. Genau. Okay. Ich dachte anfangs, da vorne steht Zac Efron. Also Zac Efron? Aber da steht C. Efroni und das ist ein. Okay. Ein Wettannahmedienst oder so. Da kann man wetten. Da kannst du auf jegliche Sportarten wetten. Aktuell sehen wir auf dem Plakat vorne. Was ist auf dem Plakat? Auf der Scheibe, die getönte Scheibe, da ist ein Fußballfeld mit einem Fußballspieler und einem Basketballspieler. Es wirkt verwirrend, aber es deutet darauf hin, dass man für mehrere Sportarten wetten kann. Ja, das ist gut möglich. Wir haben ja auch einen Laden, der heißt irgendwas mit Bibi und dann irgendwas mit Bab dahinter und so. Und dann denke ich immer an How It Is von Bibi, an Wap Bab, an den geilen, eins nicen Song von der lieben Bibi. Ich habe diesen Song ehrlich gesagt in meinem Leben nicht einmal von Anfang bis Ende gehört, aus dem einfachen Grund. Ich schätze jeden Menschen dafür, dass er sich musikalisch irgendwie engagiert. Aber die macht das nicht. Und mehr möchte ich dazu auch ehrlich gesagt, ich könnte es nicht besser machen. Von daher, ich muss mir kein Urteil bilden, über irgendwelche Leute zu lästern oder Trash zu talken, dass sie halt nicht alle mit der Musik ansprechen. Der Thorsten beispielsweise, ich liebe seine Musik. Ja genau, was sagst du zu der Musik des legendären DJs? Ich liebe deine Musik, ich bin einer deiner größten Fans. Und wegen dir willige ich mir tatsächlich bei Spotify von meinem Plepp-Account auf so einen Bezahl-Account zu gehen, damit ich deine Musik in Dauerschleife hören kann. Das ist sehr gut. Also einfach meiner Playlist folgen für alle, die es noch nicht getan haben. Link unten in der Videobeschreibung. Spotify. Sogar Sommerzeit gibt es jetzt auf Spotify. Das ist ein nicer Move.
Zeig mal dein T-Shirt, dann kannst du gleich richtig Sellout machen. Ja, ein T-Shirt kaufen. T-Shirt, E-Beams, genau. Der DJ. E-Beams, der DJ. Das gibt's sogar wirklich. Das T-Shirt, wo drauf steht, E-Beams, der DJ. Echt? Das gibt's auch mittlerweile. Aber das bist nicht du, oder? Doch, doch, das ist auch von mir. Ah, okay. Dann, Weil das hat sich ein Fan gewünscht auf Instagram und deswegen gibt es auch das E-Bims der DJ T-Shirt. Okay. Wenn man dich auf Facebook ruft, kommt irgendwie schon ein anderer von der Shop. Oder E-Bims 1 Nice DJ oder so. Ja, du musst DJ Hard Feelings. Hast du gemacht? DJ Hard Feelings? Nein, so bin ich. Was hast du denn gesucht? Der DJ. Der DJ, ja, das findet man ja nicht. Der DJ. Oder such einfach Herzgefühl oder was weiß ich, da müsste man das schon finden. Mit UE geschrieben. Du musst noch sagen, Link für dein T-Shirt ist auch in der Videobeschreibung. Naja, shop.herzgefühle.de. Ne, das ist es nicht. Es gibt eine Gruppe und eine Like-Seite von mir. Wie wird geschrieben, DJ Hardfeelings? Ja, oder schreib einfach mal Herzgefühle mit UE und H. Dann müsstest du das eigentlich auch finden. Untermalst du eigentlich das Video noch so mit schicker Musik? Ja, ich guck mal, was ich hier aus dem Talk schnipseln kann. Okay. Das würde ich gerne drin lassen, auch das, was ich jetzt sage. Ja, ja. Und dann könntest du genau jetzt dann, das könntest du als Intro nehmen. Und dann könntest du mit so einem, wenn ich jetzt schnippe, warte mal, ich kann richtig schnippen. Ich habe die Motorik zu schnippen. Wenn ich jetzt schnippe, dann könnte diese belanglose Musik, diese Hintergrundmusik laufen, die dann quasi dieses Video einläutet, damit man so dizzy-mäßig dann sich dieses Video anguckt und sich sagt, okay, ich will eigentlich gar nicht hören, was sie so quatschen, aber die Musik. Ja, kann man im Hintergrund dann so laufen lassen, das Video. Man muss uns ja nicht sehen, weil wir sind ja eins nice Dudes. Man muss uns einfach nur hören. Man muss es tatsächlich nur hören. Wir machen quasi einen Podcast mit Bildern, mit bewegten Bildern. Podcast mit bewegten Bildern. Podcast mit Gute bewegten Idee. Bildern. Ich hab dich gefunden. Hast du mich gefunden? Sehr gut. Einfach mal gefällt mir klicken. Und auf YouTube abonnieren und auf Twitter und Instagram und was weiß ich nicht alles. Eins nices Move. Ich weiß auch gar nicht, warum wir diese retardierte Sprache, diesen Soziolekt immer mehr anwenden. E-Bims. Eins nices Move und keine Ahnung, Mann. Wir vermischen halt komplett retardierte Dummsprack mit Anglizismen. Das ist keine Ahnung, wo das so hinführen soll. Irgendwann kommunizieren wir nur durch Laute. Ja, so wie bei uns. Das Beschissene ist, jeder weiß halt, was gemeint ist. Ja. Je nachdem, wie du das konnotierst, also ein freundliches Gnü oder ein freundliches Gnü, weißt du halt, okay, wir gehen jetzt Sushi essen oder so. Ja, ja, das ist ein nices Move. Eins nices Move. Gerne. So, wir haben jetzt hier... Nein, die Penner-Ecke. So, wir haben jetzt hier noch ein paar nette Mädels gefunden. Hi. Hi. Wollt ihr auch irgendwas sagen? Nein, ihr seid nicht live, aber auf YouTube, Scheiße. Wenn ihr wollt. Kannst du das bitte rausschneiden? Ich möchte. Endet mich auf Instagram, Laura_Hemmer. Dankeschön. Auf Wiedergesehen. Okay, auf Wiedergesehen. Guck mal, kaum denken sie, sie werden live oder kommen ins Fernsehen oder auf YouTube, hauen sie ab. Was war ihre Instagram-Seite? Laura_live oder so. Ich hab's ja hier im Video. Okay. Digi, ich bin... Noch jemanden abonnieren? Nein. Guck mal, die haben doch gesehen, dass wir filmen. Nein, Digi, pass auf, ich predikte jetzt. Ich war jetzt nicht, wir sind immer noch live, ich war nicht auf ihrer Instagram-Seite und ich weiß noch nicht, ob ich das Interesse hege, auf ihre Instagram-Seite zu gehen, aber von ihrem Auftreten kann ich dir jetzt 1:1 sagen, was da für Bilder drauf sind. Okay, erzähl, ich werde das dann einblenden, wenn ich es finde. Pass auf. Name? Ich weiß es nicht, das lassen wir erstmal inkognito. Ich guck mir das Video zu Hause an. Erstmal eine fucking Menge Selfies. Und mit Duckface? Mit Duckface glaube ich nicht. Wir sind 2017. Ich glaube, Duckface ist nicht mehr so in. Ich mach das jetzt. Aber viele, viele, viele Fotos, wo man so ins Hohlkreuz geht und so ein bisschen die Silhouette vom Popo sieht. Schätze ich. Keine Ahnung. Dann noch ein bisschen Essen. Und natürlich vertritt man auch, wenn man jung ist, einen gewissen Lifestyle und man versucht so, keine Ahnung. Ich kenne sie nicht, aber eine Michael Kors-Tasche muss irgendwo auftauchen. Okay. Mindestens. Und vor irgendeinem verkackten Auto posiert sie auch. Und ich glaube, sie hat im Moment keinen Freund. Ich schätze einfach, sie wird auch neben anderen von ihren Freundinnen posieren. Aber die Freunde sind auf dem Attraktivitätslevel halt so ein bisschen drunter, damit sie hervorsticht. Ich will ihr jetzt nichts unterstellen. Das kann die netteste und charismatischste Person sein ever. Wer soll mitkommen? Mitkommen, sicher.
Ja, geh mal hin, frag mal. Du mitkommen, Sushi essen. Ich weiß ich nicht, ich habe eigentlich genug rohen Fisch gleich. Du kannst doch. Bin bedient. Du kannst doch mal von ihrem Sushi probieren. Okay, der war lame. Der war ein bisschen lame, ja. Aber hier kann man das G in Sushi Bus schreiben. Das G in Sushi? Das G steht für Gönn. Das G in ihrem Sushi steht für Gönn. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber hier steht halt Marc und der kommentiert halt sehr, sehr trocken. Aus dem Aufwand. Sehr amüsanti. Sehr amüsanti. Ja. Man kann das G in Sushi bei ihr groß schreiben. Das G steht in diesem Fall für Gönnen. Gut, jetzt haben wir es gehört. Das G in Sushi groß schreiben, weil das G für Gönnen steht. Das G steht für Gönnen. Jetzt weiß ich auch, was der G-Punkt ist. Das ist der Gönnungspunkt. Genau. Der Gönnungsmoment. Der Gönnungsmoment. Der G-Punkt ist der Gönnungsmoment. Jetzt sind wir wieder vom Thema abgewichen. Wo waren wir vorhin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir reden auch ein bisschen wild. Bei rohem Fisch. Okay. Ich freue mich auf Wasabi. Das macht die Nebenhöhlen frei. Die Tränen werden kommen, aber danach, wenn du halt diese Episode geschafft hast, geht's dir weitaus besser. Scharf, ja? Ich liebe scharf. Ja, Wasabi, das ist richtig. Wenn man zu viel davon nimmt, dann noch Ingwer, dann kommt das aus der Nase wieder raus. Ich liebe scharf, ich mag auch Rind und am meisten mag ich tatsächlich... Aber du weißt schon, von Rind wird man blind, ne? Von Rind wird man blind. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Okay. Und von Lamm wirst du taub? Das reimt sich nicht, das kann nicht stimmen. Wegen dem Reim, okay. Von Lamm wirst du stramm. Okay. Von Lamm bist du stramm. Oh, what diggy. Von Rind wirst du blind, von Lamm wirst du stramm. Von Sushi kriegst du eine? Eine, wenn es schlecht zubereitet ist, akute Diarrhoe. Von Sushi kriegt man eine alte Uschi. Okay, gut. Wir entwickeln unser Gespräch jetzt gerade in eine Richtung. Nein, eigentlich kriegt man dann die Uschi ab. Was kriegt man dann ab? Du gehst Sushi essen. Ja. Und dann kriegst du die Uschi ab, mit der du, die du zum Essen ausgeführt hast. Egal welches Alter. Okay. Mein Gott. Ja, ich habe auch gehört, dass dieselbe Wirkung mit Chloroform erreicht werden kann. So. Chloroform. Woher weißt du das? Hast du Übung da drin? Mit Chloroform? Ja. Ja, tatsächlich. Ich habe mal gerochen, ob es wirklich Chloroform ist und dann... Und dann bist du umgekippt. Bin ich umgekippt. Dann habe ich vergessen, ob ich überhaupt dran gerochen habe. Habe ich nochmal dran gerochen und das zog sich so, weiß ich nicht, fast einen Tag durch und dann ist die Wirkung von Chloroform so langsam aus meinem Taschentuch rausgegangen. Und dann war ich wieder ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft. Das ist gut. Ja, das ist ein sehr süßer Hund. Guck mal, sein kleines Pupploch. Wo guckst du bei dem Hund hin? Ja, wenn ich halt die Hinterseite sehe, was soll ich sagen? Schöner Schweif. Auf den Schwanz. Den Schwanz. Oh, bist du eine Hobelschlunze oder wie? Eine Hobelschlunze? Ich weiß nicht, was eine Hobelschlunze ist. Ist das ungefähr dasselbe wie ein Popo-Pirat? Ja, wenn du mit Tieren gerne Spaß hast, bist du, ne? Ach, Sodomie. Nee, danke. Ich meine, das heißt Hobelschlunze. Ich weiß es nicht. Es gibt in Papua-Neuguinea, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da gibt es ein Orang-Utan-Bordell. Also ein Bordell, wo man mit rasierten Orang-Utans kopulieren kann. Okay, das ist jetzt creepy. Ich weiß nicht, ob das in Mexiko oder in Papua-Neuguinea ist. Ich müsste das mal eruieren. Beziehungsweise du eruierst das und dann... Lass mal Urlaub machen. Dann schickst du den Link unten... Achso, du hast da Lust drauf, oder wie? Ja, den kann man dann wahrscheinlich schön in den Gürtel die Geldscheine reinstecken. Ah, okay. Rasierte Orang-Utans. Vorzugsweise weiblich. Wie diese nackten Katzen. Nackten Katzen? Sphinx-Katzen sind sehr süß. Sphinx-Katzen? Sphinx. Wie die Sphinx. Okay. Ägyptische Sphinx. Uns gucken die Menschen an, als wären wir irgendwelche pseudoprominenten. Ach, guck gleich, der 38% nur noch. Ich glaube nicht, dass sie neidisch sind. Die denken sich nur, warum sitzen die Leute da in der Pennerpisse und reden über irgendwas und kommentieren Aktivitäten. Aber wieso Pennerpisse? Kann auch sein, dass es privilegierte Urin ist, der hier liegt. Aber dadurch, dass du meintest, dass hier viele Obdachlose liegen und nachts schlafen, gehe ich davon aus, dass es Obdachlosenurin ist. Okay. Die müssten hier mal so wie in Hamburg auf dem Kiez die Wände so bepinseln, dass die Pisse einem entgegenkommen, wenn man dagegen pinkelt. Da haben die extra so eine Beschichtung drauf in Hamburg auf dem Kiez, damit weniger Leute dagegen pinkeln, weil das kommt zurück und dann wird man selber nass. Ernsthaft? Ja. In was für einer Zeit wir leben. Ich bin echt stolz.
Das ist gut. Hätte nie gedacht. Ja. Keine Ahnung, Mann. 1984 hat man noch predicted, dass man 2015 mit Hoverboard sich hier gegenfliegt. Aber jetzt haben wir halt einen Farbstoff entwickelt, der die Pisse reflektiert. Das ist auch eins nices Move. Das ist eins nices Move. Jetzt reden wir ja schon wieder so, in dieser privilegierten hohen Sprache. Ich fühle mich richtig elaboriert und eloquent so. Ja. Mit solchen nice Moves kann man sich richtig ergötzen. Wir sind ja schon 25 Minuten auf Sendung. Was sagst Vielleicht du dazu? 25 Minuten. Was heißt, warum tickert das? Das tickert, glaube ich, weil 4 GB wieder folgen und er dann neuen Film anfängt. Okay, das heißt, da ist ein Cut oder was? Ja, der nimmt gleichzeitig, also der nimmt weiter auf, aber der partet das dann. Ah, okay. Mit Magic Lantern, das ist so ein Programm, was du draufspielen kannst, was quasi deine Firmware ersetzt, die da drauf ist. Ja, habe ich schon mal von gehört. Das kannst du dann umgehen, dann kannst du auch direkt so lange... Ja, aber ich kann die Parts dann auch einfach hintereinander ins Videoprogramm packen und dann passt das auf. Okay. Eins nice Moves. Was ist? Ich bin bei ihm noch kein Mod, das kommt noch. Das kommt noch. Wieso das guckst du so komisch? Was hat das zu bedeuten? Ich wähle meine Mods mit Bedacht. Du bist ein gutes Mensch, weil du mich halt bei dir schlafen lassen hast. Und mit ja, siehst du, also darf ich ja Mods werden. Ja, aber meine. Du darfst gerne Mod werden, aber ich brauche halt so eine gewisse. Man braucht eine gewisse Präsenz bei mir. Okay. Und wenn diese Präsenz gegeben ist, dann wird quasi jeder Mod. Das ist wie der Affiliate-Button bei Twitch. Einfach okay. Präsenz zeigen, Mod werden. Easy peasy. Und ab und an mal schreiben und mir, weiß ich nicht. Solange du mich zum Lachen bringst, ein ja, gutes Leben. Da muss nur der Benjamin Bambucho einfach ein paar Songs von mir requesten bei dir. Dann ist. Was ist das? Kondome? Präservative? Okay. Niemals ohne Sattel reiten. Sonst gibt's. Bestenfalls, also wirklich bestes Szenario ist, du hast einen Juckreiz. Schlimmstes Szenario, das will ich nicht aussprechen. Okay. Musst du lachen? Nein. 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 Hast du damit Erfahrung mit Geschlechtskrankheiten? Mit Juckreizen? Ja. Ehrlich gesagt, nee. Ich überlege, nee. Also eigentlich bräuchte man ein Stativ, weil mein Arm, der wird langsam schon schwer hier. Hallo. Hallo, guck mal, jetzt kommt der Rest hier auch noch an. Hallo. Wir sind jetzt 28 Minuten schon am Aufnehmen und werden jetzt hier mal Sushi essen gehen. Also auf Wiedersehen. Tschüss.